Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Fire Emblem. Eins vorneweg von einem anderen Projekt, nämlich Pokémon Gelbe Edition Nuzlocke Challenge. Eigentlich war geplant, dass heute die Liga angegangen wird. Kann ich leider nicht machen. Durch den Sturm in NRW bzw. im Westen Deutschlands hat sich mein Rechner mal eben kurz verabschiedet gehabt durch Stromausfall. Und ich, Depp, hatte vergessen, das ganze Trainieren zu speichern. Sprich, das habe ich heute noch vor mir. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse und dafür gibt es dann heute ein paar Fire Emblem und noch irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht was, aber mal schauen. Naja, starten wir hier mit Kapitel Nummer 11, der Aufbruch. Ein Jahr später. Einst kämpften Drachen gegen Menschen, in einem Krieg genannt die Befreiung. Die Menschen entsandten 8 Helden, welche die Drachen niederrangen. Diese 8 mächtigen Generäle befriedeten letztendlich ganz Elibe. Der Kontinent wurde in Nationen aufgeteilt und die Völker genossen ihren Reichtum. Der Held Hartmut ließ sich im Osten nieder und gründete Biran, berühmt für seine militärische Macht. Saint-Elimin ging in den Westen und ihr heiliger Name erblühte unter den Handwerkern von Etruria. Das Vermächtnis des Reiters Hanon lebt unter den Nomaden in seiner beliebten Ebene von Sake weiter. Die Geburtsstätte des Ritters Barigan wurde zur Heimat der berühmten Ritter von Ilia. Die letzte Glorie des Berserkers Durban war es auf der Insel im Westen einen Kriegerclan zu gründen. Vom Erzweisen Athos sagt man, er habe sich im unfruchtbaren Ödland von Mabata zur Ruhe gesetzt. Man sagt es, man weiß es nicht. Die Nachkommen des Roland wurden zu den Lords der Linie von Lycia. Er liebe genoss in genoss einen Frieden, der sich über 980 Jahre erstreckte. Wie lange mag ein solcher Frieden noch bestehen, bevor sein Fundament zu bröckeln beginnt? Gute Frage. Tief im Reich Lycia liegt Pare, ein Land, dem Konflikte schon seit vielen Generationen unbekannt sind. Doch nun senkt sich ein Schatten der Beklommenheit über das Land. Sein geliebter und wohlwollender Herrscher Lord Albert verschwand auf mysteriöse Art und Weise. Wie auch einige seiner Männer, loyale Ritter, die an seiner Seite dienten. Ein Monat ist vergangen ohne Nachricht vom Marquis. Gerüchte über seinen Tod mehren sich. Der Sohn des Marquis ist jedoch davon überzeugt, dass sein Vater lebt. Er hat sich geschworen, ihn zu finden. Marquis Farrés Sohn Elliot. Ein rothaariger junger Mann, der eines Tages der größte Ritter in ganz Lycia sein wird. Oder sein will. Mal schauen. Seine lange Reise beginnt hier. Wir sind bereit zum Aufbruch. Ach gut, vielen Dank, Markus. Mutter, die Zeit ist gekommen. Wir müssen gehen. Ach, Elliot, versprich, dass du wohlbehalten zu mir zurückkehrst. Ich mache mir Sorgen um deinen Vater, aber sollte dir irgendetwas zustoßen, mein Herz könnte die Sorge nicht ertragen. Ich weiß, Mutter. Bitte sorgt euch nicht. Vater ist am Leben, ich weiß es. Ich schwöre, dass ich ihn finden werde. Und
Sand an eure Seite zurückbringen. Dann habe ich dein Wort. Ja, natürlich. Isadora, während meiner Abwesenheit überlasse ich meine Mutter eure Abhut. Ja, mein Lord, ich werde über sie Wache halten. Mutter, ich werde zurückkehren. Seid unbesorgt. Nun, Markus, dann lief das wohl an uns beiden. Nicht ganz, Milord. Lone, einer meiner Leute, wird uns begleiten. Lone? Ein beruhigender Gedanke. Ich habe ihn ins Dorf vorausgeschickt. Er hofft, dort ein paar fähige Leute zu finden, denen der Umgang mit Waffen nicht unbekannt ist. Normalerweise würde ich ohne große Gefolgschaft nicht so weit reisen. Aber in dieser Angelegenheit beuge ich mich eurem Willen, Lord Elwood. Es tut mir leid, Markus, aber ich ziehe es vor, meine Mutter keiner einzigen Waffe zu berauben. Die besten Ritter des Reiches sind mit meinem Vater verschwunden. Würde meine Mutter während meiner Abwesenheit etwas zustoßen, dann... Das verstehe ich, Milord. Warum braucht Lone so lange? Geht ja gar nicht. Wir alle hörten, dass die Ritter von Faré verschwunden sind, oder? Nun, euer Pech ist mein Glück. Ich habe etwas bekannt zu geben. Ab sofort gehört dieses Dorf mir. Grutzni ist euer neuer Lehnsherr. Und jetzt bringt mir all euer Gold, bis auf das letzte Stäubchen. Lord Elwood, Co-Commander Markus, ich... Lone, beruhige dich doch. Ein Ritter muss stets die Kontrolle über sich und seine Taten haben. Das Dorf wird angegriffen. Es sind Banditen. Was? Banditen? Hier? Bist du denn sicher, Lone? Das Mädchen hier weiß mehr. Seid ihr Lord Elwood? Ich bin die Tochter des Dorfmagistrats. Mein Name ist Rebecca. Die Banditen kamen ohne jegliche Vorwarnung. Sie plündern alles. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Ich verstehe. Markus, Lone, wir müssen den Dörflern zu Hilfe eilen. Ja, Mylord. Rebecca, bleib hier und halte dich vor den Blicken der Räuber verborgen. Wenn es euch genehm ist, Mylord, würde ich den Kampf vorziehen. Fast jeden Tag gehe ich auf die Jagd und bin geübt im Umgang mit dem Bogen. Tatsächlich? Nun gut, aber sei vorsichtig. Ja, Mylord. Lord Elwood, eines noch. Im Dorf befand sich noch jemand, der uns seine Hilfe anbot. Ein reisender Stratege, den ich im Gasthof getroffen habe. Ein Stratege? Ja, Mylord. Dies ist Batze. Ah, Batze. Kennt ihr euch, Mylord? Ja, ich traf Batze letztes Jahr während der Unruhen in Celine. Ein fantastischer militärischer Ratgeber. Sofern mich meine Erinnerung nicht trügt. Wäre Batze nicht gewesen, so hätten der Marquis von Celine und seine Enkelin Lynn vielleicht den Aufstand Lundgrens nicht überlebt. Was führt euch nach Faré, Batze? Ah, wohl noch immer auf Reisen, um eure Fertigkeiten zu verfeinern? Aber natürlich. Ein wohl würdiges Ziel. Danken wir der Vorsehung, dass sich unsere Wege hier kreuzen. Wir benötigen eure Hilfe. Bitte leiht uns euer Geschick. Na komm, machen wir doch. Denn auch sonst den ganzen Tag nichts zu tun. Elwood. Mit dem Rapier kann er recht gut zuschlagen. Aber sonst scheint auch nicht gut genug. Ja, passt schon. Sollte jetzt finishen können. Ja.
er kann Elwood schützen. Na, bleib ich dabei. Mal warten. Ja, hat gut reingehauen. Och, zweimal. Also ist Markus einer von den Rittern, die man nicht ohne weiteres unterschätzen sollte. Sieh doch, Dorcas. Ist das denn zu fassen? Es ist genauso, wie der Ritter es gesagt hat. Lasst es. Das ist Lord Elwood. Es scheint so. Was hat er vor? Hey, er will es mit diesen Banditen aufnehmen. Er schützt die Unschuldigen, wie? Das ist von einem Lord wohl zu erwarten. Nicht wahr, Dorcas? Du redest so viel. Der kleine Lord braucht unsere Hilfe. Ah, genau. Überlass diese Bergziegen nur mir. Ich bin Barty, der Mutige. Na dann soll er doch. Dorcas kennen wir ja schon. Und Barty ein neuer Freund. Worms. Und sie kann finishen. So gefällt mir das. Elwood darf sich ein bisschen heilen. Warten. Ach ja, Markus macht die Nachruf. Besuch. Ist Lord Elbert bei guter Gesundheit? Man bekommt hier nur faule Gerüchte zu Gehör. Ganz Faria sorgt sich um sein Wohlergehen. Wir hörten die Leute sagen, dass Lord Elwood unterwegs sei, den Marquis zu finden. Dieser Drachenschild ist der größte Schatz unseres Dorfes. Er steigert die Abwehr eines Trägers in höchste Höhen. Bitte nehmt ihn, möge er euch und Lord Elwood sicher nach Hause führen. Drachenschild. Warten. So, jetzt können die weiterziehen. Wir kämpfen noch gegen Schwerter. Barty? Ja, Barty kommt dran. Gut. Dann wiederholen wir das Spielchen von eben. Eisenbogen. Und doch passt auf zum Haus. Ihr könnt gut mit Waffen umgehen, aber versteht ihr auch das Prinzip der Waffenlevel? Je öfter eine Waffe eingesetzt wird, desto mehr steigt euer Geschick mit dieser Waffe. Den höchsten Level kann man jedoch nur mit einem Waffentyp erreichen. Aber wenn ich euch so ansehe, wird das sobald nicht geschehen. Oh, Elwood. Ja, der zieht gleich. Erstmal Item tauschen. Draco-Schild. Tausch. Elwood. Du darfst hier hin, warten. Hier hin. Wie weit kommt ihr? Okay, dann zwischen beiden Axtmeister. Und Elwood kriegt den Draco-Schild. Gut so, das auf jeden Fall.
Sheriff mit dem Eisenbogen. Räumen wir den Weg frei. Elwood darf finishen. Rapier. Barty ziehe ich mal zu. Ja, noch nicht. Lass einfach mal aus. Ein junger Reisender hält sich beim Dorfmagistrat auf. Ist wohl schon seit einigen Tagen im Dorf. Ich weiß, ihr glaubt, er ist sicher nur einer dieser nichtsnutzigen Hofschranzen, die um Almosen bitten. Aber in dem hier steckt mehr. Diese Augen, ihnen entgeht nichts. Er hat eine Mission zu erfüllen. Was kommt? Den Lohn. Ja, darf Lohn versuchen. Müsste Lohn sogar hinkriegen. Recht gut. Keine großen Sorgen drum. Warum auch? Hä? Ach so, ja, der war ja auch noch damit angreifen, stimmt. Stimmt, da war ja was. Jetzt ganz vergessen. Lohn, kriegst du den Platz? Ja. Und weg mit dem Bogenschützen. Jetzt können wir gucken, wie weit wir wirklich mit Dorf was kommen. Ja, nicht so weit, wie ich gerne hätte. Rebecca, guck mal nach, was der da so schönes hat, der Händler. Ah, nur Heilmittel. Okay, brauchen wir nicht. Jetzt zumindest nicht. Warte. Elwood darf auch weiterziehen. Und du finishst jetzt. Lord Elwood, versucht euer Glück. 7 Schaden, darüber stehen wir aber so nur einmal, leider. Was hat der eigentlich für Waffen? Nur eine Eisenaxt, okay. Dann können wir aus der zweiten Reihe problemlos angreifen. Was soll das denn? Ein Haufen von Kindern, die mit uns spielen wollen. Ihr glaubt, ihr könnt mich herausfordern? Was? Ritter aus Faré? Aber das ist unmöglich. Level up für Rebecca. Könnte sich noch als Gold herausstellen. Also Gold wert zumindest. Kann nicht critten. Den Konter überstehen wir auch. Passt. Und Ende.
Ja, ich glaube, Elwood kommt nicht dazu, Spaß zu haben. Was hat der für ein Level? 1, 2, 12? Okay, Elwood kommt doch dazu, Spaß zu haben. Rebecca, treff. Mir ist auf Elwood Spaß haben. Greif an. Oh, ich dachte, das Blatt würde sich endlich zu meinen Gunsten wenden. Elwood erreicht Level 2. Jetzt hält auch ein bisschen mehr aus. Ich spiele aber etwas. Nee. Ist von und Zucht so viel, aber nicht schlimm. Besetzen. Ah, ihr seid sicher Lord Elwood, nicht wahr? Unser tiefster Dank für die Rettung unseres redlichen Dorfes, sei euch gewiss. Dank ist nicht nötig. Es ist die Pflicht eines Lords, sein Volk zu schützen. Wenn es nur so wäre, mein Lord. Von dem Volk von Laos ist ein solcher Schutz gänzlich unbekannt. Ihr Marquis Lord Darin ist zu sehr damit beschäftigt, sich auf den Krieg vorzubereiten. Er ignoriert alle Beschwerden, Banditen und Liebe betreffend. Er bereitet sich auf einen Krieg vor? Seid ihr sicher? Niemals würde ich euch belügen, Melos. Bis vor wenigen Tagen lebte mein eigener Bruder in Laos. Sein Zuhause wurde niedergebrannt und ihm blieb keine Wahl, als hierher zu fliehen. Laut seiner Aussagen könnte Laos jederzeit unter Kriegsrecht gestellt werden. Der Krieg ist das beherrschende Thema auf den Straßen von Laos. Lord Elwood, wenn dies wahr ist, ist die Situation nicht leicht zu nehmen. Wenn sich Marquis Laos auf den Krieg vorbereitet, so ist sein Ziel vermutlich ein anderes lucianisches Territorium. Vielleicht hat dies etwas mit dem Verschwinden Lord Elwoods zu tun. Mein Vater und Marquis Laos? Diese Verbindung scheint mir sehr dünn zu sein. Doch ist sie so gut wie jeder andere Hinweis auf seinen Verbleib. Lasst uns nach Laos aufbrechen. Wir müssen mehr erfahren. Vielen Dank, Batze, für eure Führung. Wie lautet euer nächstes Ziel? Wenn ihr keine bestimmte Destination vor Augen habt, könntet ihr doch mit uns kommen. Unsere Gruppe ist nur eine kleine und wir haben nur ein Ziel, meinen Vater zu finden. Ich weiß nicht, wohin uns diese Suche führen wird, aber euch bei uns zu wissen, würde uns viel Kraft geben. Ihr werdet uns begleiten? Blendend. Vielen Dank. Ich bete dafür, dass wir euch keinen Grund geben werden, eure Entscheidung jemals zu bereuen. Rebecca, wo hast du vor hinzugehen, junge Dame? Vater, ich habe die Absicht, Lord Elwood zu begleiten. Mach dich nicht lächerlich, Mädchen. Lord Elwood ist nicht zu einem Picknick unterwegs. Er zieht geradewegs auf große Gefahren zu. Das weiß ich, Vater, deshalb möchte ich auch gehen. Wir schulden ihm unsere Leben und ich möchte meine Schuld begleichen. Mein Bogen mag nicht so stark sein, aber ich weiß, dass ich fliegend sein kann. Aber... Und Vater, vielleicht treffe ich auch auf meinen Bruder. Ihr seid der Magistrat, ihr habt gewisse Verpflichtungen. Ich? Das ist alles, was ich anbieten kann. Ich muss es tun, bitte Vater, lass mich ziehen. Meine Güte, du bist genauso stur, wie es deine liebe Mutter war. Es tut mir leid, Vater. In dieser Angelegenheit musst du dich Lord Elwoods Willen beugen. Gibt es ein Einverständnis, sollst du gehen. Vielen Dank, Vater. Lord Elbert war immer gut zu uns. Folge seinem Sohn mit reinem Herzen.
mit einem reinen Herzen, Rebecca. Diene Lord Elwood gut, so wie ich einst seinem Vater diente. Das werde ich, Vater. Wird sie das? Mal gucken, was der Stratege dazu sagt. Naja, damit haben wir Part 11, ja, wobei Part 11 ist ja nicht, aber Kapitel 11 abgeschlossen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Let's Play. Richtig. Bis dann, ciao.